Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Die deutschsprachige Fernsehsendung der Ungarndeutschen Unser Bildschirm zeigt Ihnen diese Woche ungarndeutsche Sänger, die in Agendorf Kirchenlieder präsentierten. Der Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen lud zum 22. Mal zum Fest der ungarndeutschen Kirchenmusik ein. Mehr als 200 Sänger reisten nach Agendorf, um dort gemeinsam zu singen und die eingeübten Lieder vorzutragen. Ab dem Vormittag herrschte ein reges Treiben im Dorf und die Proben und das Konzert wurden umrahmt von guten Gesprächen und herzlichen Begegnungen. Wir haben jetzt die 22. Fest und der Landesrat ist ja auch 22 Jahre alt. Das heißt, Landesrat hielt es immer wichtig, Kirchenmusik ins Leben der Chöre hineinpassen, weil es die Kirchenlieder auch Teil des Lebens der Ungarndeutschen sind. Wir bräuchten immer jüngere Mitglieder in den Chören. Dann wird es halt gehen. Jetzt haben wir hauptsächlich die Ältere dabei, aber die Chöre sind immer dasselbe. So ungefähr 10, 12 Chöre kommen zu einem Fest, das heißt ungefähr 300 Personen. Ist es dann regional immer bestimmt? Also wenn das jetzt hier in Sopron ist, das sind das Sopron und Umgebung oder landesweit? Ja, die meisten Chöre kommen jetzt aus der Umgebung, aber auch aus dem Komitat Best sind Chöre dabei oder aus dem Komitat Westprim auch. Ist es meistens so, dass Chöre einfach auch Kirchenlieder singen oder gibt es noch welche, die nur Kirchenchöre sind? Es sind halt Chöre, die auch Kirchenlieder singen. Also bestimmte Kirchenchöre davon vielleicht in Waschlud. Ja, es gibt sehr große Unterschiede unter den Liedern, aber diese Lieder, die wir auch heute singen, wurden im ganzen Land gesammelt und so zusammengestellt. Gibt es viele solche Lieder oder ist das eine Rarität? Eine Menge Lieder gibt es. Davon sind nur wenige abgeschrieben worden. Und das ist auch unser Ziel, dass auch neue Kirchenlieder hervorkommen, damit auch wieder neue Lieder gelernt werden können. Ich glaube, im Komitat Westprim und auch in Boranja sind sehr viele Chöre, die noch heute noch sehr viele Kirchenlieder singen. Ich sammle die Lieder, dann schicke ich sie an die Chöre weiter und dann machen wir halt mit dem Büro des Landesrates die ganze Veranstaltung. Vor dem Treffen müssen sich die Chöre gut vorbereiten. Hier werden kirchliche Lieder vorgetragen. Diese Lieder haben wir vom Landesrat schon früher bekommen. Die sollte ein jeder Chor erlernen und wir werden hier heute gemeinsam singen. Es wird drei Gruppen geben. In der ersten Gruppe singen die zwei Stimmen, also die Chöre, die normalerweise Volkslieder singen und zweistimmig singen. Dann die dreistimmigen und vierstimmigen Chöre, also je nachdem in der Gruppe, wo sie mitmachen. Ich glaube, das ist für jeden Teilnehmer ein großes Erlebnis. Erstmal, weil wir uns hier treffen, alte Bekanntschaften sich nach Jahren oder sogar nach Jahrzehnten wieder treffen können. Und das gemeinsame Singen kann ich als Chorleiterin und als Musiklehrerin bestätigen, dass das ein sehr großes Erlebnis ist. Ich kann also jetzt nur im Namen unseres Chores sprechen. Wir haben noch nie solche Lieder gesungen. Wir machen das jetzt zum ersten Mal. Und es war eine sehr große Aufgabe, denn das sind ja ganz andere Lieder als
ungarndeutsche Volkslieder zu singen. Und es am Anfang, naja, da hat es nicht so gut gefallen. Und als wir dann die Lieder schon sehr gut konnten, hat es dann riesen Spaß gemacht. Und wir werden wahrscheinlich auch noch in diesem Monat hier in unserem Dorf bei der Einweihung der katholischen Kirche von diesen Liedern eins singen dürfen. Also wir haben schon unser erstes Angebot für in der Kirche zu singen. Die fröhliche Stimmung darf auch bei einem Kirchenmusikfest nicht fehlen. Das ist ein tolles Programm, immer. Wenn wir eine Probe haben, sind wir immer schön zusammen und singen wir, lachen wir. Wir haben ganz viele schöne Auftritte und das ist auch eine Möglichkeit, viele Leute kennenzulernen und eine Therapie. Unser Chor singt nicht oft Kirchenlieder. Das ist das erste Mal, dass wir auch hier das versuchen. Wir singen erstmal traditionelle Volkslieder. Wir haben die Noten bekommen im Sommer und wir haben eigentlich Proben gemacht und gesungen. Das haben wir auch gerne gemacht und das war ganz leicht, weil viele schon in Kirchen religiös sind und auch viele in Kirche das hören. Auch ein Chor aus Österreich gesellte sich zu den ungarndeutschen Sängern. Seitdem ich im Ruhestand bin, habe ich einen Kirchenchor in Guntramsdorf. Das ist in Niederösterreich, südlich von Wien, habe ich gegründet. Und wir kommen jetzt schon das zweite Mal zum ungarndeutschen Kirchenfest. Das erste Mal waren wir in Bécs, in 5 Kirchen. Das war schon vor einigen Jahren. Und dieses Mal ist die Gelegenheit, dass es so nahe an der österreichischen Grenze ist. Und da sind wir mit voller Freude gekommen. Wir sind 21 Personen sind wir gekommen und wir singen mit voller Stimme mit. Wir singen in unserer Pfarrkirche in Guntramsdorf alle Festmessen und Hochzeitsjubiläen und auch traurige Anlässe. Aber so ein Kirchenchor, das ist etwas Schönes, denn das ist doppelt beten. Und jedes Mal, wenn wir so eine Messe singen und wir haben einen kolumbianischen Chorleiter, der uns besonders anfeuert und uns mitreißt. Und da ist auch unsere Pfarrgemeinde begeistert, wenn wir Mendelssohn singen, wenn wir Gounod singen. Und es ist schon eine große Plage, immer pünktlich jede Woche zur Probe zu kommen. Wenn einmal eine Probe ausfällt, dann merken wir das. Die Jungen, die haben ja heutzutage keine Zeit. Und dann will sich niemand immer jede Woche einmal pünktlich treffen und auf den Abend verzichten und natürlich auch die Angehörigen. Aber ich habe das Glück, wie ich zurückgekommen bin, also ich war ja Botschafterin und auch im Ausland, habe ich meine alten Schulkolleginnen wieder gefunden. Und in dem Chor, wo ich jetzt bin, und es gibt noch einen zweiten Gemeindechor, sind wir Schulkolleginnen von vor 50, 60 Jahren. Ich komme aus Budapest, vom 18. Bezirk. Wir haben dort also eine Gemeinschaft der deutschsprachigen Bürger und wir haben auch natürlich daraus einen Chor, also aus dieser Gemeinschaft gemacht. Und wir sind insgesamt schon seit 12 Jahren zusammen und unser Chor wird immer größer. Ja, wir haben natürlich auch Leute, die schon etwas älter sind, aber ganz jugendlich, also manchmal auch schon die Kinder von den Eltern kommen jetzt hier zu uns singen, weil das ein ganz toller Zusammenarbeit ist immer. Wir haben viele Auftritte, wir singen sowohl Volkslieder als auch mehrstimmige Chorstücke, also Kirchenchormusik machen wir auch gerne.
Und daraus haben wir natürlich, gehen wir öfter auf Auftritt, und wir waren schon mehrmals im Ausland, also in Bayern. Wir haben also unser Schwesterstadt sozusagen, also Roding, da ist auch ein Männerchor, mit dem wir sehr gerne zusammensingen, und da hatten wir auch schon mehrmals Einladungen, dass wir gemeinsam dort in der Kirche oder sogar in München im Hofbräuhaus auch einen Auftritt hatten. Die Frage nach dem Nachwuchs ist bei Kirchenchören besonders heikel. Es sind in meinem Alter, ich glaube, sehr wenig. Das ist auch eine große Aufgabe, denn die älteren Leute, die machen jetzt mit, aber die werden halt einmal sagen, ich kann mal nicht weiter. Aber für Singen ist es nicht so einfach, die jüngeren Leute zu gewinnen. Warum ist es denn wichtig, so ein Treffen zu organisieren mit 300 Leuten dann in einer Kirche? Warum ist das gut? Die Chöre können auch andere Kirchenlieder aus anderen Umgebungen, aus anderen Ortschaften kennen und lernen. Und das nehmen sie dann nach zu Hause. Und zu Hause können sie das in der Kirche auch singen. Motiviert so etwas auch? Oder kommt da Stimmung auf, lernen sich die Leute kennen? Was bringt das noch, so einen Tag mit den Chören zusammen? Das ist auch sehr wichtig. Ich glaube, viele Chöre kennen sich schon mal. Und das ist auch so ein Tag, wo man sich treffen kann, wo man sich gut plaudern kann und wo man sich gut zusammen singen kann. In Agendorf wurde das erlernte Liedergut in die deutsche Messe eingefügt. Weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben ein bis zwei deutsche Gottesdienste im Monat. Wir wechseln das mit ungarischen Gottesdiensten ab, beziehungsweise wir haben noch einen zweisprachigen Familiengottesdienst jeden ersten Monat, wo wir versuchen, auch die Kinder, die ja nicht mehr so gut Deutsch sprechen, durch diese Form des Familiengottesdienstes Zweisprachigkeit zu bringen. Das Interesse für den Familiengottesdienst ist sehr, sehr hoch und sehr gut. Also wir haben in dieser Kirche hier, die ist sehr, sehr groß gebaut worden, aber unsere Gemeindezahlen sind hier 250 ungefähr. Das heißt, wir haben im deutschen Gottesdienst oft nur 15 Menschen, die kommen können überhaupt noch. Und beim Familiengottesdienst können es dann durchaus 40 oder sogar 50 sein. Das ist also relativ gut besucht und das Interesse ziemlich hoch. Deswegen ist es eine Form, die uns sehr wichtig ist. Kontakte zu anderen deutschen Gemeinden sind auch wichtig für die Arbeit des Seelsorgers. Wir haben hauptsächlich regionale Kontakte, also deutschsprachige Gemeinden in Ungarn, das ist erstmal unsere eigene in Wandorf noch dazu. Dann geht es vor allen Dingen nach Österreich, also weil wir dort regionale
Konferenzen haben. Wir haben also eine gemeinsame Arbeit mit den evangelischen Gemeinden, zum Beispiel in Leupersbach oder in der Region, beziehungsweise natürlich auch mit Schopron und anderen deutschen Gemeinden. Aber dieser regionale Zusammenarbeit ist besonders wichtig. Wir haben regelmäßige Veranstaltungen, vor allen Dingen in Form von so Ferienlagern, aber auch an Samstagen zum Beispiel. Dann gibt es in letzter Zeit besondere Anlässe. Also wir haben zum Beispiel das Kirchweihfest, wir haben gemeinsame, erstens wieder Gottesdienst, also ein regionales Treffen zu Pfingsten und das Friedenslicht, das ist kurz vor Weihnachten, wo wir uns mit der Gemeinde von Leupersbach treffen. Und dann haben wir auch noch so zweisprachige Programme. Also vieles wird einfach zweisprachig gemacht, damit alle kommen können. Ich mache einen so eine Art theologischen Gesprächskreis zum Beispiel, der ganz gut besucht ist, wo wir halt über die Gemeindeentwicklung reden können und so interessante neue Sachen ausprobieren. Also es gibt dann schon eine ganze Reihe von Dingen, die auch im Entstehen sind. Wir sind immer dabei, zusammen mit den Menschen, die Interesse haben, neue Sachen zu entwickeln und sich dann anzupassen an die Möglichkeiten. Ein Treffen von 12 Chören in der Gemeinde belebte den Samstag in der Kirche. Und das ist schon ein Stück weit auch Motivation oder etwas, was wir die Gemeinde anziehend macht. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass so etwas stattfindet. Und wir freuen uns, dass wir so unsere große Kirche dafür geben können, dass sie dann auch wirklich genutzt wird. Wie sieht es denn bei Ihnen aus, bei Ihren Gottesdiensten mit Musik oder mit Gesang oder mit Chor? Wir haben leider jetzt keinen Kirchenchor, also es gibt im Dorf einen Chor und der an bestimmten Veranstaltungen dann auch schon dabei ist. Ansonsten haben wir Kirchenmusik, aber wir haben hinter uns steht eine Orgel, die gerade restauriert wird, also da haben wir auch ein paar Probleme rein technischer Art. Das fehlt so ein bisschen hier in dieser Region. Ja, ich glaube ja. Ja, ich glaube ja. Deswegen finde ich auch jetzt als eine sehr gute Idee und eine sehr gute Anregung jetzt dieses Kirchenfest hier in dieser Region zu halten und zu feiern. Denn das wird vielleicht auch andere Chöre mal anspornen, daran teilzunehmen oder sich mit diesen Liedern zu beschäftigen. Als Schuldirektorin kann ich auch sagen, dass auch in unsere Schule immer weniger Kinder kommen, die von zu Hause noch das Deutsch und die deutsche Sprache mitbringen. Wir müssen sie also in dieser Richtung irgendwie lenken und erziehen und alles gut von unseren Ahnen ihnen weitergeben. Aber es ist schwierig, ganz schwierig. Wie viele machen denn mit bei Ihrem Chor? Ich werde jetzt ab dieses Schuljahr auch in der Schule versuchen, einen kleinen Nationalitätenchor zu gründen und so dann den Nachwuchs vielleicht ein bisschen anzuspornen, aber so in Richtung gegen 30 Jahre sind schon einige dabei. Wir
es denn hier mitzumachen bei einem Kirchenchortreffen oder Kirchenliedertreffen? Das ist auch aufregend und ein bisschen anstrengend, weil viele Chöre hier sind und wir müssen auch zusammen proben, weil einer Chor ein bisschen anders singt wie wir und das müssen wir ein bisschen zusammenpassen. Wir sind ganz glücklich, dass wir den Durchschnittsalter unter 40 ist und wir haben auch Kinder bei uns. Die unsere kleinen Kinder sind die eigenen Töchter und Söhne. Mein Hobby ist auch singen und erstes Mal war unser Ziel, die Lieder einfach pflegen und sammeln und dann weiterzugeben. Und jetzt haben wir die Kinder dabei und das schaffen wir auch vielleicht so, damit die auch wirklich unsere Lieder weiter singen. Ein Treffen mit Gleichgesinnten bringt Schwung in das Chorleben. Es bringt die Freude, das Zusammensein, etwas gemeinsam erlebt haben, etwas Schönes, Gemeinsames erlebt haben. Mir gefällt es so gut, die Gemeinschaft der Ungarn-Deutschen. Es ist die Folklore und es ist auch der Glaube, der sie zusammenhält. Und das ist sehr schön, dass wir einen gemeinsamen Gottesdienst haben. Und es sind die gleichen Lieder. Das ist ja bei der Kirche so, dass auf der ganzen Welt der gleiche römisch-katholische, wenn wir römisch-katholisch sind, der gleiche Ritus ist. Egal in welchem Land wir sind, wir können einer Messe beiwohnen und fühlen uns nicht fremd. Ähneln sich die Kirchenlieder von Österreich und von den Ungarn-Deutschen? Nein, das sind die gleichen Kirchenlieder. Mit der gleichen Begeisterung singen wir von Bürsel, Ehre Gottes, dein großer Gott, wir loben dich. Es sind eigentlich die gleichen Kirchenlieder. Wir haben bis jetzt 11 Messen gelernt und auch darunter eine Mundartmesse. Und diese Mundartmesse hat auch der Chor von Billy Sentivan gelernt. Und ich hoffe, dass wir einmal diese Mundartmesse, die Dürnsteiner Mundartmesse, gemeinsam mit dem Chor von Billy Sentivan singen werden können. Hauptsächlich singen wir eigentlich Volkslieder, wir haben mehrmals, also in der Nähe haben wir auch deutschsprachige Messe. Da machen wir manchmal mit oder zu Weihnachten oder zu Ostern haben wir auch Auftritte auch dort im 18. Bezirk. Es ist eine ganz besondere Sache, würde ich sagen, weil hier die unterschiedlichen Chöre sich erstmal vorbereiten, ganz extra. Und dann kommen wir hier und es entsteht hier irgendetwas, ein einmaliges Stück, was mit so vielen Leuten zusammen irgendwas wirklich was Besonderes ist. Motiviert sowas? Absolut, absolut motiviert, ja. Also das ist ein ganz besonderer Punkt in unserem Jahresprogramm. Waren Sie auch schon öfters mit dabei? Ja, fast jedes Jahr, wenn dieses Chortreffen, also Kirchenchormusiktreffen ist, hier vom Landesrat, dann sind wir auch dabei. Die deutschsprachige Messe und das Konzert danach zeigte die gewissenhafte und motivierte Vorbereitung der Chöre und dass die Sänger gerne Kirchenlieder singen, auch wenn sie das sonst zu Hause selten tun.